Man sagt, dass wenig zu wissen gefährlich ist. Aber was ist, wenn ein Mensch zu viel Wissen besitzt? Naja, der endet nicht in der Gosse, so viel ist mal sicher. Wo hast du den Spruch überhaupt her? Aus einer Fernsehserie oder so? Nein. Du meinst ja? Nein. Echt nicht? Weil ich glaube, den habe ich letzte Woche bei Scary Door gehört. Nein, habe ich gesagt. Wir Penner sehen uns keine Sci-Fi-Serien an. Du hast dich gerade verraten, alter Junge. Nein, das glaube ich nicht. Okay, was auch immer. Pass auf dich auf, alter Junge, und mach keinen Ärger. Nicht, dass man dich wegsperrt. Wir sehen uns wieder. Kann's kaum erwarten. Ich auch nicht. Du bist verflucht! Also, jetzt kannst du es wohl kaum leugnen. Du hast es gesagt, ich hab dich gehört. Was gesagt? Warum tust du mir das an? Ich hab dir doch gar nichts getan. Noch nicht. Aber du wirst. Ich kenn Leute wie dich. Ich hab selber Probleme, weißt du? Mein Boss und mein Vermieter sind Deppen und beide sind angepisst. Und wenn ich das nicht in den Griff bekomme, wohne ich bald auch hier unten bei dir. Wenn Wissen Macht ist und Macht korrumpiert, wie soll die Menschheit nur überleben? Gott, schon wieder diese Lahmsprüche? Musst du nicht ordentlich fürs Copyright blechen oder sowas? Nein, ich nicht. Okay, klasse. Also zusammenfassend, du bist ein Penner und ich bin verflucht. Genau. Aha! Hast du nicht gesagt, du weißt nichts darüber? Das war nur meine Meinung. Ich denke, du bist verflucht. Und ich kann dir helfen. Oh, du willst mir helfen? Was für ein Brüller. Ich bin 7 Jahre zur Schule gegangen. Ich bin kein Idiot. 7 ganze Jahre. Ja, das muss man sich mal... 7, ja? Also, reden wir hier von Exorzismus, weil dann wäre ich tatsächlich interessiert. Okay, tut mir leid, dass ich keine Hilfe von einem irren alten Penner, der Leute anscheinend annehme. Ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. Du willst mir helfen? Was für ein Brüller. Ich bin 7 Jahre zur Schule gegangen. Ich bin kein Idiot. Das merkt man. Tja, ich dachte ja nur, ich könnte dir eine Hilfe sein. Ich komme allein klar. So wie Gordon Freeman. Ich kenne diesen Freeman-Burschen nicht. Aber hier, nimm meine Karte, Junge. Ruf mich an, wenn du deine Meinung änderst. Das? Das ist eine rostige alte Rasierklinge. Und da steht keine Nummer drauf. Kann ich mit dir reden? Mm-mm. Ich glaube, das war genug Second-Hand-Philosophie für einen Tag. Ich glaube, der braucht keine Umarmung. Was für ein Vorzeigepenner. Stinkend, dreckig und trinkt aus einer Papiertüte. Weiß schon, dass ich dich hören kann, ja? Okay, was haben wir hier denn noch alles? Also wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal zur Arbeit kommen, irgendwie, aber erstmal reden wir, gucken wir uns den Hund an. Ein kleiner Chihuahua. Chihuahua. Sein Name steht im Halsband. Ich glaube, er ist Barclay. Hierher, Beifuß, komm zu Herrchen. Der hört mir gar nicht zu. Den lasse ich lieber in Ruhe. Der ist zwar ganz schön klein, aber die Viecher sind gefährlicher als Grizzlies. Kann ich hier irgendetwas kombinieren, was Sinn machen würde? Ich kann dem Penner doch all Geld geben. Ja, klar. Almosen sind was für Nonnen. Das Thunfisch-Sandwich, das mag der Hund bestimmt. Das behalte ich lieber. Du egoistischer. Eine rostige Rasierklinge, hast du Hunger? Das behalte ich lieber. So, Müllcontainer. Hey, da kann ich doch einpacken. Achso, die Müllcontainer machst du dreckig. Gut, das macht Sinn. Ein stinkiger Müllcontainer. Da fasse ich bestimmt nichts an. Okay, nimm ich noch glaub, was raus. Ich glaube, da finde ich nichts Nützliches drin. Wenn du Hunger hast. Ich glaube, da ist nichts Nützliches drin. Okay, dann war es das hier. Tube Klebstoff. Ah, die kann ich mitnehmen, ne? Aha. So, und jetzt können wir uns verpieseln. Nee, Leitern, können wir auch noch was mitmachen. Die kann ich nicht mehr benutzen. Und selbst wenn, bin da oben fast draufgegangen. Soll ich die jetzt reparieren oder was? Mach doch. Damit soll ich reden? Oder nicht. Aha, alles klar. So, und jetzt sind wir hier auf der Straße. Das war die Seitengasse und jetzt sind wir auf einer Straße. Das ist unser Haus. Und das sind Tauben. Scheiß Flugratten.
Damit ich mir die Tollwut hole? Nee, lass mal. Mit Tieren rede ich erst nach 6 Bieren. Nicht mehr und nicht weniger. Fremder. Nur ein Typ, der Zeitung liest. Scheint voll bei der Sache zu sein. Ich versuche ja immer, dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Heute suche ich keinen Streit. Schade. Ein Mülleimer erneut. Ich durchwühle keinen Müll. Nicht mehr. Nicht mehr, ja gut, das ist natürlich... Nichts von Interesse. Sehr löblich. So, wo lang müssen wir? Videothek. Und hier können wir gar nicht irgendwo hin, ne? Seitenstraße. Mülleimer. Hallo? Mülleimer. Das sind alles Tauben. Hatte ich. Okay, ich muss in die Videothek. Also, ich möchte in die Videothek. Wir müssen... Das Loch ist schon eine ganze Weile zu. Schade eigentlich. Der einzige Laden, wo man die ungekürzte Fassung von Mary Poppins gekriegt hat. Echt hardcore. Pff. Mit Gegenständen reden ist nicht so meins. Geschlossen. Kann ich da einbrechen? Das macht keinen Sinn. Doch. Ach, du Vogel. Kann ich das hier kombinieren? Das macht keinen Sinn. Auch nicht. Kann ich das hier... Na bitte. Hä? Was ist die Rasierklinge? Wozu? Ist doch schon auf. Ach so, ich habe das damit jetzt gerade aufgemacht. Ah. So, die Rasierklinge und den Kleber kann ich ihn jetzt hier... Das muss nicht geklebt werden. Das muss nicht geklebt... Okay, komm, bevor du mich jetzt noch weiter anmeckerst. Schauen wir doch mal, was diese traurige Seele da zu sagen hat, der Vertreter. Hm. Sieh an, noch so eine verlorene Seele. Warte. Habe ich gerade verlorene Seele unabhängig davon gesagt, dass das da stand? Also stand da ja nicht. Jetzt habe ich gerade gesagt, was diese verlorene Seele hier zu tun hat. Und dann habe ich gerade ernsthaft das von mir aus gesagt. Und dann sagt ihr das 2 Sekunden später. Also wenn das nicht ein göttliches Zeichen, eine göttliche Fügung ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Was ist los, Kumpel? Du siehst ziemlich fertig aus. Alles furchtbar. Sklaven werden besser bezahlt als ich. Eigentlich habe ich heute frei und ich muss mich mit jedem schwachsinnigen Vollidioten auf dem Planeten rumschlagen. Außerdem werde ich gefeuert, wenn ich bis zum Wochenende keinen dicken Fisch an Land ziehe. Hey, willst du vielleicht ein Set Wonder-Matic-Produkte kaufen? Unsere Technologie ist auf dem neuesten Stand. Nein, also, sorry, aber ich habe kein Interesse. Pass auf, ich bin spät dran und dem Gejammer von Wildfremden zuzuhören ist gerade nicht drin. Und was das tatsächliche Helfen angeht, Verstehe. Ja, gut, dann einen schönen Tag noch. Sieh sich einer den Hundeblick an. Jetzt tut er mir schon irgendwie leid. Ich meine, reinhauen hilft jetzt auch nicht. Ich sag dir, er tut... Okay, kann ich da irgendwas mit dem... Mit Zeitung? Die will doch keiner haben. Nicht. Oder wie wäre es mit einer Rasierklinge für die Pulsschlagadern? Das behalte ich lieber. Auch nicht. Möchtest du ein bisschen an Kleber schnüffeln? Meine schöne Klebstofftube? Vergiss es! Möchtest du selber an Klebstoff schnüffeln? Ich will meine Lippen nicht zusammenkleben. Jetzt kann ich ihn benutzen. Wie sieht's aus mit einem Sandwich? Das behalte ich lieber. Okay, ich glaube, da kommt nicht mehr viel bei rum. Weißt du nicht, wie eine Tür aussieht? Nee. Das macht keinen Sinn. Dann geh durch. Nichts für mich drin. Dann nicht. So, U-Bahn. Soweit haben wir hier alles mitgenommen. Okay. Betty. Ich krieg hier einen kleinen Knick in der Optik. Fahrkartenautomat. Das muss für Notfälle sein. Für Notfälle. U-Bahn-Notruf. Gibt es einen Notfall? Kein Notfall. Ich wollte nur sagen, was für ein schöner Tag heute ist. Hat Ihnen jemals jemand gesagt, dass Sie wie die alte Meerhexe aussehen? Die kleine Meerjungfrau aussehen? Ich brauche sofort medizinisches Equipment. Dieser Mann verblutet. Was? Eine fiese alte Schachtel hat die Kontrolle über den Schalter übernommen. Tun Sie doch was. Eine fiese alte Schachtel hat die Kontrolle über den Schalter übernommen. Tun Sie doch was. Ich weiß nicht, wer du bist, aber verpiss dich. Nice.
defekt. Oh. Nur eine Mülltonne. Da finde ich sicher nichts Interessantes drin. Können Sie Pfandflaschen mitnehmen? Nichts von Interesse. Ich glaube nicht, dass ich da was Interessantes finde. Nur eine Mülltonne. Okay. Do not enter. Zutritt verboten? Mann, jetzt will ich erst recht wissen, was da drin abgeht. Ich kann doch nicht einfach mit allem reden. Doch. Das nehme ich nicht mit. Betty, Schnuckelchen. Da ist eine Art Barriere zwischen uns. Ich glaube, das ist eine Scheibe. Ich schaue gern Leuten bei der Arbeit zu. Ein Ticket, bitte. Aha, 6 senkrecht. Entschuldigung, aber ich hab's irgendwie eilig. Ich komme zu spät zur Arbeit, wissen Sie? Waagerecht, 3 Buchstaben, Bauernhoftier. Scheiße, Entschuldigung, könnte ich bitte ein Ticket bekommen? Einen Augenblick bitte, ich bin sofort bei Ihnen, Sir. Bleiben Sie dran. Sagte sie gerade, ich soll dranbleiben? Ein U-Bahn-Ticket bitte, hallo. Ein U-Bahn-Ticket bitte, ein Ticket. Großer Gott, ein Ticket, ein Ticket, ein Ticket. Ein U-Bahn-Ticket bitte, hallo. Ich kümmere mich sofort um Sie, Sir. Bitte bleiben Sie dran. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Spitze. Es ist also einer dieser Tage, ja? Gott, ich sollte heute nicht mal bei der Arbeit sein. Naja, eigentlich schon, aber ich will nicht. Alles, was ich will, ist ein verfluchtes Ticket. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, 6 Buchstaben. Was? Also sehen, 11 Buchstaben senkrecht fängt mit I an. Inadäquat. Oder ungeeignet für einen bestimmten Zweck. Entschuldigung, wissen Sie, ob das Glas hier kugelsicher ist? Wissen Sie was? Ich verziehe mich. Ich schätze Ihren Trick ganz und gar nicht, Ma'am. Entschuldigung. Wissen Sie, ob das Glas hier kugelsicher ist? Nicht? Ich wollte nur wissen, ob man es vielleicht mit einem stumpfen Gegenstand zerschlagen könnte. Oh nein, nein, bitte, haben Sie keine Angst vor mir. Für was halten Sie mich? Alles, was ich tun werde, ist Ihren Kopf abreißen, um sicherzustellen, dass Sie kein Cyborg aus der Zukunft sind, der mich fertig machen will. Cyborg, 6 Buchstaben senkrecht. Eine Kombination aus elektronischen und organischen Komponenten, danke. So wollen Sie also spielen, ne? Okay, letzte Chance. Geben Sie mir mein Ticket und es gibt keine Konsequenzen. Ist das Ihre endgültige Antwort? Schön. Sie sind damit auf meiner Liste. Gleich unter Lucas und Jar Jar. Und wenn Sie jemals eine Briefbombe bekommen, denken Sie an den Namen Randall Hicks. Moment, nein? Denken Sie nicht an diesen Namen, streichen Sie das. Da ist übrigens ein Donkey Kong. Und E.T. Ich schätze Ihren Trick ganz und gar nicht. Mal sehen, 11 Buchstaben senkrecht fängt mit I an. Wissen Sie was? Ich verziehe mich. Ich schätze Ihren Trick ganz und gar nicht, Ma'am. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Was für ein Anruf? Es gibt keinen Anruf. Bitte bleiben Sie dran. Töte mich, oh Gott, töte mich hier und jetzt. Mal sehen, 11 Buchstaben senkrecht, fängt mit I an, inadäquat oder ungeeignet für einen bestimmten Zweck. Inadäquat, danke für Ihren Anruf und wir bitten um Entschuldigung für etwaige Unannehmlichkeiten. Hey, Moment, legen Sie ja nicht auf, wagen Sie es nicht aufzulegen. Sie hat aufgelegt. Die blöde Kuh hat einfach aufgelegt. Kuh, 5 waagerecht Bauernhoftier. Vielen Dank. So klar. Ja, das inadäquat habe ich natürlich sehr behindert ausgesprochen, weil ich es einfach eben sehr behindert gelesen habe. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Also warte mal kurz. Vielleicht kriege ich die ja... Wissen Sie was? Ich verziehe mich. Es bricht mir das Herz. Vielleicht bekommen wir die ja irgendwie... Nee, der Ring bleibt bei mir.
Warte doch mal, du konntest mit dem doch so viele Sachen machen. Geld, komm, Geld, Betty, hm? Wenn ich nochmal mit dir spreche, könnte es hässlich werden. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Warte mal, was? Betty und Konsole. Das sollte ich lieber lassen. Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meines Erwachsenendaseins gekostet. Die Mutter aller tragbaren Spielkonsolen. Wie kriege ich das denn? Das macht keinen Sinn. Doch. Vergiss es. Ich habe ein Portemonnaie gefunden. Blödsinn. Ich habe ein Portemonnaie gefunden. Das möchte ich Ihnen gerne geben. Das ist der Geldbeutel von meinem besten Freund. Den sollte ich zurückgeben. Komm, sind wir ehrlich, du tust es nicht. Hörer. Das ist der Hörer, an seinem angestammten Platz. Jetzt kann ich mir die nehmen. Das sollte ich lieber lassen. Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meines Erwachsenendaseins gekostet. Was kann ich denn tun? Also. Das ist am Tisch festgemacht. So, und was kann ich jetzt tun? Ich komme nicht ran. Brauche ich aber eh nicht. Ich kann ja bestimmt irgendwas für die Zeit machen. Mr. Kong als Bösewicht. Ja, ja. Die guten alten Zeiten. Ich muss doch was machen können. Bestimmt kann ich da... Und jetzt den Kleber. Komm. Ja! Geil. So, wenn wir jetzt da... Jetzt kann ich bestimmt auch nicht mehr runterhauen, das wäre ja dumm. Der ist am Apparat festgeklebt. So, und jetzt rufe ich die wieder an hier hinten. Oh. Tut mir jetzt... Fast leid. Das sollte ich lieben. Das Ding hat die Hälfte meines Erwachsenen. Und was mache ich jetzt? Edding. Das wirst du nicht mehr brauchen, Schnuckelchen. Kann ich hier was dann... Geht nicht, Amigo. Der ist total vertrocknet. Der ist vertrocknet, sagst du. Ich habe auch nichts, was den jetzt irgendwie... Geht nicht, Amigo, der ist... Ja, okay. Hey, was ist das denn? Fremde. Subway, lecker. Die kenne ich nicht. Wie bitte? Ich glaube, es hackt. Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, soweit es geht. Karte. Ich habe immer noch kein Ticket. Ich brauche immer noch das Ticket, stimmt. Ich glaube nicht, dass ich mit einem Gegenstand reden sollte. Kann ich hier was von... Ich habe immer noch kein Ticket. Kann ich hier was von mitnehmen? Das muss nicht geklebt werden. Entschuldigung. Threepwood Street Station. Im Ernst? Das Schild nehme ich nicht mit. Ich glaube nicht. Fahrkartenautomat, der ist ja defekt. Defekt. Komme ich da was raus, wenn ich hier irgendwie mit dem Draht rumspiele? Das macht keinen Sinn. Doch, es macht Sinn, Mann. Hör auf immer zu sagen, dass es keinen Sinn macht. Erstmal vielleicht hier speichern schon mal, damit... Okay, aber ich weiß jetzt echt nicht...
stehen bleiben. Sieh an, sieh an, sieh an. Was haben wir denn hier? Bist du nicht etwas alt, um über die Absperrung zu springen? Hören Sie, es ist nicht, wonach es aussieht. Na, das sagen Sie alle. Wirklich? Hören Sie, Officer... Officer Murray, dein Freund und Helfer. Ich kenne Typen wie dich. Glaubst du wirklich, du kommst hier einfach raus, nur weil du dich dumm stellst? Naja... Warum wolltest du dich hier ohne zu zahlen durchschummeln? Und ich würde das an dem Punkt einfach mal pausieren und genau hier weitermachen das nächste Mal. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Es ist mal was komplett anderes und wahrscheinlich auch nicht jedermanns Sache, aber ich werde es ja an den Views sehen. Wenn es jetzt wirklich überhaupt nicht geguckt wird, dann werde ich es einfach privat weiterspielen. Ich bin gespannt und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich pausiere hier, habe jetzt einiges zu schneiden. Da sind bestimmt ein paar Folgen draus geworden von der Zeit her. Und sag dann mal einfach Tschüss!